Kapitel 17, die Gildencrew. Da wären wir, die Knuddeluftgilde. Es fühlt sich an, als wären wir lange weg gewesen. Aber jetzt, da wir hier sind, ist es irgendwie schwer, da reinzugehen. Irgendwie wurden wir plötzlich allen entrissen, die zugeschaut haben. Es wäre irgendwie seltsam, einfach so aufzukreuzen. Nein, wir sollten uns jetzt nicht so anstellen. Wir müssen uns mit allen treffen und ihnen die Wahrheit erzählen. Okay, ich stelle mich über den Wachposten. Pokémon entdeckt, Pokémon entdeckt. Wessen Fußabdruck? Wessen Fußabdruck? Der Fußabdruck ist von... Der Fußabdruck ist von... Stimmt etwas nicht, Diktor? Antworte, antworte! Was? Hey, Diktor! Wohin verkriechst du dich denn? Dieser Fußabdruck. Es ist Fliegi. Was? 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 Es ist Fliegi. Und Kilian ist auch da. Dickter, lange nicht gesehen. Was ist das? Hey, es stimmt. Aber ja, es sind wirklich Kilian und Fliegi. Ihr beide lebt. Ja, wir haben uns solche Sorgen um euch gemacht. Ich bin Donnerwetter. Leute, wir sind zu Hause. Willkommen daheim. Fliegi, Kilian. Was? Was war das gleich? Nur ein kleinen Moment. Ich will das nicht falsch verstehen. Okay. Ich fasse eure Geschichte bis hierhin zusammen. Erstens, Reptane ist eigentlich ein gutes Pokémon und er sammelte die Zahnräder der Zeit, um die Welt zu retten. Ja. Und der große Zwölffünster hat nur vorgegeben, nett und hilfsbereit zu sein, aber eigentlich ist er ein böser und durchtriebener Finsterling sein. Yep. Obwohl ich nicht wirklich böse und durchtrieben gesagt habe. Also war Kilian in Wirklichkeit der Partner von Reptane? Ja. Also wollte Zwirfins sowohl Kilian als auch Reptane loswerden. Darum nahm er sie mit in die Zukunft. Ja, und mich auch. Und dann seid ihr Zwirfins so gerade eben entkommen und ihr habt aus der Zukunft so gerade eben zurück nach Hause geschafft. Ja. Und schließlich wird dieser Planet bald gelähmt sein. Und um das zu verhindern, darum sammelt Reptin also jetzt wieder die Zahnräder der Zeit. Währenddessen sucht ihr nach dem verborgenen Land. Ist das eure vollständige Geschichte? Ja, das war alles. Fliegi und Kilian, ihr müsst schlecht geträumt haben. Was? Warum geht ihr nicht erst einmal auf eure Zimmer und ruht euch etwas aus? Was? Eine Sekunde. Du denkst, wir lügen? Was wir euch gerade erzählt haben, ist die reine Wahrheit. Sicher, sicher. Ich bin sicher, ihr beide seid total erschöpft. Nach einem kurzen Nickerchen geht das wieder. Das hat nichts damit zu tun, Plaudergei. Wir sagen wirklich die Wahrheit. Das reicht erstmal. Sag mal, ist da irgendetwas an der Geschichte dran, was im entferntesten glaubwürdig ist? Ein Ort namens Verborgenes Land. Ich bin der Leiter des Informationsdienstes hier und habe noch nie von einem solchen Ort gehört. Nebenbei bemerkt, dass der große Zwölffünster viel zu liebenswürdig, um etwas von dem zu tun, was ihr ihm vorwirft. Ja, ich konnte die Wahrheit über Zwölffünster auch nicht glauben. Es war ein Riesenschock und es war wirklich schwer zu akzeptieren. Aber ich will nichts mehr davon hören. Euer Gerede interessiert mich nicht. Der große Zwölffünster ist ein Bösewicht? Das ist ja einfach unvorstellbar. Mal ganz ehrlich, denkt ihr zwar nicht genauso? Wie kann irgendjemand den großen Zwölffünster einfach ernsthaft für ein Bösewicht halten? Ich schätze Zwölffünster sehr. Aber ich kann das nicht glauben. Seht ihr? Seht ihr? Seht ihr? Das sind sich alle einig. Aber. Was ist denn zum Flora? Etwas verstehe ich daran nicht. Das eine Mal, als der große Zwerfenster vor der Rückkehr in die Zukunft stand.
was Svevins damals tat, es war seltsam, egal wie man dazu steht. Wirklich? Glaubst du das tatsächlich? Glaubst du nicht, dass Fliggy und Gila versehentlich in das dimensionale Loch gefallen sind? Keinesfalls! Svevins griff nach Fliggy und Gila und erzählte sie hinein. Hey, hey, das stimmt. So habe ich das auch gesehen. Hey, hey, was passiert ist, war wirklich seltsam. Meine Güte, ich habe mich echt gefragt, warum Svevins so etwas tat. Falls es wirklich zutrifft, was Fliege gesagt hat, dann gibt das Handeln von Svevins auf einmal Sinn. Was? Wartet mal! Was denkt ihr jetzt alle so? Wollt ihr mir sagen, dass ihr die Behauptung von Fliege und Kilo Glauben schenkt? Nun, wie lautet die Antwort? Ich glaube ihnen. Was? Was hast du gesagt? So, Bidetze, du behauptest also jetzt, dass der große Zwerfin sein Bösewicht ist? Donnerwetter, ich hatte sicherlich eine hohe Meinung vom großen Zwerfin. Die ganze Idee klingt abenteuerlich, wenn man so will. Aber eine Sache ist hierbei wichtiger. Jawohl, ja, Kilian und Fliggy sind wichtiger. Darum glaube ich, was Kilian und Fliggy zu sagen haben. Was? Pilica. Hey, hey, ich glaube ihn auch. Ich auch, Auweia. Immerhin sind sie unsere Gildenkollegen. Ach, Krebskorps und Sonflora. Ich glaube ihn. Ich auch. Und ich erst. Es ist falsch, an unseren Kollegen zu zweifeln. Wir bauen auf Vertrauen. Ah! Danke, Leute. Danke, dass ihr uns glaubt. So, Hallöchen. Dann sind wir uns einig. Huh? Wir alle glauben unseren Freunden. Das ist super. Dann lasst uns anfangen, nach dem verborgenen Land zu suchen. Holla, jetzt aber mal halb am Gildenmeister. Was stimmt nicht? Wir sind uns nicht alle einig, oder etwa doch? Wir haben keine Probleme mit der Geschichte. Aber vermutlich ist Plaudergei noch nicht überzeugt. Oh, ist das alles? Macht euch über Plaudergei gerne Gedanken. Wie bitte? Plaudergei ist überzeugt, richtig? Wie bitte? Weil Plaudergei die Geschichte von Fliggy von Anfang an geglaubt hat. Richtig, Plaudergei? Was? Wie seltsam. Nun, Gildenmeister, dich kann man einfach nicht täuschen. Ich gebe es zu. Ja, ich habe Kinder und Fliege ihre Geschichte von Anfang an geglaubt. Was? Wirklich? Aber wenn ich sofort gesagt hätte, dass ich ihn glaube, wären alle einfach gefolgt. Was soll das alles? Darum habe ich dagegen argumentiert. Ich wollte eure Freundschaft auf die Probe stellen. Meine Güte, ganz bestimmt. Aber ohne Zweifel war ich von der ersten Minute an überzeugt. Ich wusste, dass sicher alle ihre Kollegen glauben würden. Sagst du? Kilian, Fliggy, ich glaube euch. Ihr seid meine guten Freunde und Gildenkollegen. Jetzt hört mal zu, Leute. Die Zeit bleibt an immer mehr Orten stehen. Wenn ich die Geschichte von Fliggy richtig verstanden habe, dann ist unsere Welt in Gefahr. Das bedeutet, wir müssen handeln. Unsere Zeit ist gekommen. Im Namen der Knuddeluft-Gilde. Wir werden unsere Kräfte vereinen. Wir werden das verborgene Land entdecken. Das machen wir, Leute. Plaudergei? Jawohl. Okay, Leute. Ab sofort widmen wir unsere Arbeit der Entdeckung des verborgenen Landes. Wir müssen außerdem alle wissen lassen, was in unserer Welt geschieht. Es wird hektisch. Wir müssen alle hart arbeiten. Na, ich werde das ganz sicher. Ich schau mal in Schatzstadt vorbei. Ich werde die Neuigkeiten überall verbreiten. Donnerwetter. Ich gehe auch. Wir müssen Torvus und seine Freunde informieren. Falls sie wieder zurück an ihn sehen sind, können sie versuchen, Reptin aufzuhalten. Hey, hey, dann werde ich es ihnen erzählen. Okay, geh an und such bitte nach dem verborgenen Land. Ja. Pilica, Sunflora und ihr anderen, wenn ihr fertig seid, dann sammelt bitte Informationen zum verborgenen Land. Ja, natürlich. Wir beeilen uns. Wir werden das verborgene Land zusammenfinden. Luffy! Alles klar, zeigen wir, dass wir Mumm in den Knochen haben. Hey, hey, hey!
Es tut mir leid, dass ich keine Informationen zum verborgenen Land habe. Aber vielleicht weiß der weiße Quirtel, der Dorfälteste, etwas. Quirtel, der Dorfälteste? Das ist das älteste und weißeste Pokémon von Schattstadt. Er liebt die heiße Quelle, deswegen hält er sich immer dort auf. Ich bin sogar ziemlich zuversichtlich, dass ihr ihn bei der heißen Quelle finden werdet. Oh, ich erinnere mich. Ein ausnahmsweise mal sinnvoller Flashback, weil der schon wirklich lange her ist. Der ist das. Dieses nette alte Pokémon, das wir getroffen haben. Ihr solltet die Weisheit seiner Jahre zunutze machen. Fragt Viertel um Rat. Als wir das erste Mal zur heißen Quelle gegangen sind, mussten wir durch die Wasserfallhöhle. Gehen wir vorwärts zur heißen Quelle. Aber zuerst? Es wird spät und außerdem, ihr müsst Hunger haben. Hä? Mein Magen hat geknurrt. Deiner auch. Ihr solltet zu Abend essen und dann solltet ihr ordentlich schlafen. Morgen können wir uns alle an die Arbeit machen. Hey, der Magen von Kino hat schon wieder geknurrt. Habt ihr das gehört, Leute? Urkomisch. Dein Magen hat wohl Palimpalim angeknurrt, was? Apropos Essen, das ist eigentlich ein sehr gutes Stichwort. Ich habe hier noch ein paar Milchbrötchen rumliegen. Es ist so lange her, dass wir in diesem Zimmer waren. Ich habe endlich das Gefühl, zu Hause angekommen zu sein. Weißt du, ich bin froh, dass alle unsere Geschichten glauben konnten. Ich hatte einen kleinen Kloß im Hals. Lass uns morgen zur Quirtel gehen und ein paar Informationen von ihm besorgen. Mach mir morgen weiter, Kilian. Aufgestanden und ab dafür! Es ist morgen! Ich habe das wieder vermisst. So. Wir dürfen heute mal wieder einen mehr oder weniger einfachen Dungeon machen. Ahem. Noch einmal kurze Zusammenfassung. Ist sich jeder über seine Aufgabe heute im Klaren? Donnerwetter, ja. Ich bin sowas von bereit. Gut. Die Leute, die nach dem verborgenen Land forschen. Diejenigen, die das Wort zum Waden in der Stadt der Dinge verbreiten. Ich erwarte von euch, dass ihr eure Teams der Aufgabe entsprechend organisiert und loslegt. Packen wir es gleich an, Leute. Es geht schwierig, mit einem Milchbrötchen im Mund das vorzulesen. Wir müssen zur heißen Quelle gehen und den weisen alten Quirtel nach Informationen fragen. Wir sind beim ersten Mal durch die Wasserfallhöhle zur heißen Quelle gelangt. Machen wir uns auf den Weg zur heißen Quelle. Milchbrötchen. Ich liebe Milchbrötchen. So. Okay. Zuallererst mal, ich will gerne mal ein bisschen Zeug loswerden. Wie viel Geld haben wir denn? Ja. Oh! Wir haben viel Geld. So. Na dann. Ich hätte da ein paar Sachen zu verkaufen. Sortieren wir das Ganze erstmal. Okay, ein paar von den TMs brauchen wir nicht unbedingt. Wir haben dreimal Energiepall. Okay. Ich brauche den nicht wirklich, also einmal behalte ich ihn. Solarstrahl war jetzt auch nicht unbedingt irgendwas, was ich so dringend brauche. Taucher ist jetzt auch nicht unbedingt die beste Attacke, kann man wegmachen. Trugschlag könnte nützlich sein. So. Dann
holen wir uns mal die ganzen Schatzboxen. Ein Power Punch, okay. Auch eine richtig nette Attacke. Dann haben wir hier wieder ein paar blaue Items. Am liebsten habe ich sie eigentlich, wenn ich Gummis drin habe. In Heilsamen. Dann wir haben sogar ein bisschen Platz im Lager, das finde ich ja wunderbar. Marina freier Piercief, zwei Sindelbeeren reichen. Einen Heilsamen nehmen wir auch mal mit. Top-Elixiere brauchen wir die zwei, die wir hier haben. Ein Erstarrer reicht eigentlich. Vor allem, weil wir in dem Dungeon, in dem wir jetzt gehen, eigentlich keine Monsterräume haben. Haben wir hier eigentlich noch irgendwas gelagert, was wir noch brauchen können? Moment mal, wo ist der Sortierknopf? Das war der Sortierknopf. Ja, wir haben hier noch ein paar Boxen. Haben wir eigentlich noch Gummis? Ja, da haben wir zumindest mal einen. Im Moment, die zwei Blaugummis wollte ich hier drin behalten. Die sind für später reserviert. Haben wir zumindest ein paar. So, Keklion, was hast du eigentlich gerade zu verkaufen? Du hast ein Blaugummi, das ist sehr schön. Ich hätte zwar lieber gerne wieder ein paar Belebersamen, aber... Lass mal die restlichen Boxen hier noch schätzen. Vielleicht kriegen wir noch ein paar Belebersamen raus, weil von denen habe ich echt keine mehr. So. Oh, ein Rotgummi, nett. Wäre mal wieder nett, wenn wir ein paar Items kriegen, die auch wirklich was bringen. Na gut, ich kann die Items zur Not auch eintauschen. Haben wir eigentlich noch die Items, die ich sonst immer dabei habe? Oder habe ich die irgendwo schon verloren? Ja, sieht fast so aus, als hätte ich die schon gar nicht mehr. Na gut, dann müssen wir die halt wieder neu holen. Das ist ja auch kein großer Aufwand. Gerade wenn man das Zeug dafür hat. Schauen wir nochmal ganz schnell bei Pandi und dann bei Gliedmunkel vorbei. Wir müssen jetzt einfach erstmal wieder ein bisschen umorganisieren, nachdem wir jetzt nach so langer Zeit mal wieder hier in Schatzstadt sind. So, und während Pandi schön wieder ein paar Drinks mixt, schnappe ich mir einfach noch ein Milchbrötchen.
Bis auf die Orange-Gummis ist sowieso alles für mich reserviert hier mal. Ich brauche meine IQ-Fähigkeiten. Ui, Fallenvermeider. Okay, das waren noch die, die... Das ist noch eine, die mir nichts bringt, glaube ich. Wie viele Kuhsterne habe ich jetzt eigentlich schon? 2,5. Nice. Okay, wir haben hier zumindest mal wieder eine Kleinigkeit für mich. Nö, meine Verteidigung, okay. Sonst hat er ja gerade nichts. Okay, das reicht aber auch erstmal. So. Also gut, wir haben einen Auftrag zu erledigen. Wir bräuchten nur 150 Punkte bis zum nächsten Rang, sehe ich gerade. Nächster Rang wäre praktisch, dann hätten wir nämlich wieder ein bisschen mehr Platz bei Kangama. Ja, wir haben noch einen Shop im Apfelwald offen. Naja, stimmt, das war der letzte, wo ich dann versehentlich bei Keklium geklaut habe, weil ich nicht aufs Geld geschaut habe.